Ja, herzlich willkommen zum kleinen Tutorial. Und zwar heute mal ein neues Video zum Thema HG-Bau mit Photoshop. Ich wurde mal gefragt, ob ich noch mal eins machen kann. Das werde ich jetzt auch mal machen. Und zwar ist das wirklich simpel. Ich verwende jetzt das neue Photoshop. Zuerst ist das hier mein Hintergrund, den ich gerne haben möchte. Den werde ich erstmal auf 800 mal 600 reduzieren, hier auf Bildgröße. Und sage dann 800 mal 600, so sehe er dann aus. Jetzt sehen wir, dass er so ziemlich klein ist. Da können wir hier unten die Prozentzahl erhöhen. 100%. Jetzt möchte ich den Drachen hier haben. Da gucke ich auch erstmal, wie groß der ist, Bildgröße. Den mal auch auf 800 mal 600. So. Kopieren wir den und fügen hier einfach ein. Und jetzt mache ich ihn mal unsichtbar, also nicht unsichtbar, durchsichtig. So. Und dann gucke ich mal, wie ich ihn gern hätte. So hätte ich ihn gern. Dann mache ich ihn erstmal wieder sichtbar. So, 50%. So. Jetzt kann ich natürlich noch machen. Also ihn noch ein bisschen kleiner machen hier. Dann sieht das so aus, als ob der weiter hinten ist. Allerdings war das jetzt auch ziemlich doof von mir. Den hätte ich zuerst verändern müssen. Machen wir nochmal Auswahl aufheben. Ziehen wir das Bild nochmal runter. Jetzt machen wir das mal. Frei transferieren. Drücken wir die Umschalttaste, also die Großschreibtaste links. So, dann können wir ihn halt so machen und sieht das so aus, als ob er angeflogen kommt. So lasse ich ihn auch, mache anwenden, mache ihn wieder auf 100%. Jetzt gehe ich ein bisschen näher ran mit STG und Plus. Scroll mal ein Stück hoch. Bewegt mich so ein Stück nach links und jetzt könnte ich theoretisch, ich kann es mal probieren, das funktioniert. Ich nehme das Schnellauswahlwerkzeug und markiere mich alles. Und wenn man hier zum Beispiel zu viel Fläche hat, dann drückt man einfach die Alt-Taste, dann wird das Plus hier zu Minus und dann kann man das rausnehmen, was man nicht braucht. Da kann man dann zum Beispiel noch den Schwanz hier, dann brauche ich das hier nicht. Das hier drin brauche ich nicht. Allerdings dauert mir das zu lange. Es geht zwar schnell, aber ich bin damit mit einer Degummi etwas schneller als damit. So. Geht das so, wie er es kann? Ich mache es mit einer Degummi. Meine Freundin wird es mit der Schnellauswahl machen wahrscheinlich. Ja nicht. Dann gehen wir kurz hier lang. So. Das kann wie gesagt jeder für sich machen. Man kann das, ja, wenn man jetzt hier rauszoomt, dann sieht man, dass da so einen kleinen Schein hat, weil ich halt das davor noch gelassen habe. Das kann man lassen oder man macht es weg. Ich gucke mal, wie ich es mache. Ich zoome jetzt noch ein Stück näher ran. Scrollen wir schnell hoch. Radiert das aus. Guck mir das mit dem Schein gleich mal an. Wenn ich will, dass da raus ist, dann gehe ich halt noch ein Stück näher ran hier, so. Muss ich aber nicht. Wie gesagt, ich gucke mir das an.
Oh, so. Ich mache das jetzt nicht perfekt oder so. Nur so, dass man es halt sieht. Das wird halt nicht perfekt. Das ist. Ja, wie gesagt, ne? Das liegt halt im Auge des Betrachters, wie man es macht. Der eine sagt, das geht schneller, der andere sagt, das geht schneller. Ich weiß, dass das mit der Schnellauswahl oder dem Zauberwerkzeug wirklich schneller geht. Aber dafür habe ich keine Geduld. Beziehungsweise Geduld schon. So, zum Beispiel, jetzt mache ich dir einfach hier so ein bisschen die Haare weg. So. Das sieht zwar jetzt scheiße aus, aber ich mache es halt, weil es sonst zu lange dauern würde. Obwohl, das mache ich rückgängig. So. So, mach schnell noch hier unten das hier. Ich mach das jetzt nicht, wie gesagt, voll. Zur Demonstration lasse ich das erstmal so. Hier zoome ich raus. Und wie wir sehen, sieht das so aus, als ob der Drache jetzt angeflogen kommen würde. Jetzt können wir ihn zum Beispiel noch bewegen. So lasse ich ihn jetzt mal, so kommt er halt angeflogen. Jetzt fehlt uns, wie gesagt, noch hier ein Rahmen. Ein Streamrahmen zum Beispiel, da können wir zum Beispiel hier mit einem Klick drauf, Rechtsklick und da einen abgerundeten Hintergrund, können wir uns hier einen hinziehen. So, das ist wie gesagt der normale Rahmen hier. Auswahl aufheben. Das ist der normale Rahmen hier. Jetzt können wir abgerundete Ecken machen. Damals war das ja so, man musste halt über entweder selbst machen oder man macht es über, also definieren hier rüber. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, uns halt die Werte hier direkt einzugeben, zum Beispiel linke Ecke 20 Pixel. Dann hat es die linke Ecke eine Rundung von 20 Pixel, dann können wir sagen, zur anderen zum Beispiel, was weiß ich, 30, jetzt hat die eine 30er Rundung. Oder wir können einfach alle vier Ecken gleichzeitig machen, also hier zum Beispiel 20. Eigentlich müsste er alle 20 Ecken übernehmen. Muss ich gerade mal manuell machen. Normalerweise übernimmt er sie. Zeige ich euch gleich bei dem anderen. Machen wir das mal schnell. Beziehungsweise unten möchte ich keine Rundung haben. Also da möchte ich keine wesentliche Rundung haben. So lasse ich das, dass ich halt nur hier oben die Rundung habe. Jetzt möchte ich aber gerne, dass das durchsichtig ist. Dafür mache ich hier erstmal Rechtsklick Rastern und dann klicke ich hier auf die Ebene Durchsichtigkeit 60%. Ja, okay. Jetzt könnte ich den Chat noch ein Stück größer ziehen, was ich auch machen werde. Und zwar mit frei transferieren. So. So lasse ich den jetzt. Und klicke auf OK. Jetzt fehlt uns natürlich noch die User Online Liste. Die mache ich dann auch wieder hier mit. Mache die ungefähr so breit. Sage auch hier unten 0 Pixel. 0 Pixel. Dass nur oben die Rundung ist, weil ich das viel schöner finde. Und hier mache ich die auf 80%, damit man hier noch durchgucken kann, beziehungsweise die Usernamen noch lesen kann. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Nachdem wir das allerdings gemacht haben, fehlt im Prinzip nur noch die Schrift. Die können wir dann hier mit dem Textwerkzeug holen. Zum Beispiel können wir hier reinschreiben Fett. Oh, wie lange habe ich schon keine AG mehr gemacht? Da muss ich gerade mal selber gucken, was das alles war an Schrift. Ich habe, wie gesagt, lange keine AG mehr gebaut.
So, das war Login. Das haben wir dann, das mache ich immer hier rüber. Farbe. Das ziehe ich mir hier hin. Da wo es schön hell ist. Was war es noch? Fett. Smileys. Dann gibt es da noch Kursiv. Kursiv. Ist wahrscheinlich jetzt falsch geschrieben, macht aber nicht. Wenn wir das haben, dann können wir theoretisch noch einen Radionamen oben drüber klatschen. Zum Beispiel Radio Test. Radio Test. Wie wir sehen, sehen wir, dass das richtig scheiße zu lesen ist. Jetzt könnte man zum Beispiel noch sagen, okay, hier, wir machen das Radio weiß, beziehungsweise wir lassen das Radio blau hier, gehen dann hier hin, sagen, okay, hier machen wir ein schickes Schwarz, beziehungsweise schickes Rot. Und dann kann man uns das hier hochziehen. Und das machen wir dann weiß zum Beispiel. Dann fehlt uns aber hier unten noch eine Liste, eine Leiste. Die machen wir auch wieder hier mit. Diesmal ziehe ich mir allerdings Linien. Aber ich muss erstmal hier unser Dings markieren. Unsere Mauer hier. Ziehe mir, wie gesagt, diesmal Linien. Wo ich sie ungefähr haben will, hier. Dann klicke ich hier. Wähle mir das abgerundete Werkzeug aus und dann ziehe ich mir einfach so eine Linie. Jetzt möchte ich allerdings, wenn ich jetzt hier das hereinmache und jetzt auf 0 Pixel klicke, dann wird da überall der Wert von 0 übernommen. Allerdings möchte ich jetzt, dass oben 0 Pixel sind und unten jeweils 20. Also dass das im Prinzip hier abgerundet ist. Dass das so aussieht, als dass zwei geteilt wurde. Dann mache ich auch 60%. Und im Prinzip hätten wir jetzt schon unseren HG fertig. Das wäre zum Beispiel einer. Sieht zwar nicht besonders schön aus, aber so würde ich das machen. Und es gibt noch viele Programme, die das, also mit denen man das machen kann. Ich sage euch viel Spaß damit und man sieht sich.